Hallo Leute, hier ist euer Alisafir mit Mario Kart Super Circuit. Im letzten Part haben wir mit Donkey Kong den Blitzcup dominiert mit einem Stern. Heute im 50er Hubraum nehmen wir heute den guten Mario im Sternencup. Und es fängt an mit Snowland. Und es geht los. Wario ist auch ein Schwercharakter, so wie Donkey Kong. Und mal schauen, wie der sich so fahren lässt. Wir sammeln schon mal sehr viele Münzen auf jeden Fall schon mal ein. Wir nehmen mal die drei Green Shields für eine Barriere. Aber lieber müssen wir hier sehr gut fahren, denn ansonsten kann es passieren, dass wir in diesen kleinen Seen entweder voll ins Wasser reingehen oder diese eisigen kleinen Seen komplett voll ausrutschen. Deswegen Gefahr besteht hier auf dieser Strecke. Sammeln wir noch mal ein paar Münzen ein. Haben wir schon 36. Sind wir ja auch noch gut dabei. Bekommen noch mal einen Green Shell wieder oben gezeigt. Auf dem Bild. Bis jetzt lässt sich der Wario eigentlich sogar sehr gut fahren. Wenn man es hier ordentlich hier auch sogar auch gut timen kann, man über diese kleinen Seen auch drüber springen. Wenn man es halt gut timet. Mein Gott. So, dritte und letzte Runde. Mal schauen. Also laut Karte, Vorsprung sieht eigentlich ganz okay aus. Außer wenn ich kurz ein kleines bisschen fail, kann es wieder ganz anders aussehen. Aber vielleicht liegt es auch an den Münzen, weil ich gerade so schnell bin. Mal schauen. Wie gesagt, nicht failen. Ich behalte die Panzer mal lieber. Ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Das ist alles safe bis jetzt. Nein! Das war so arschklar. Aber zum Glück war es ja nicht so schlimm. Zum Glück. Hey, Donkey Kong hätte uns vielleicht sogar noch überholen können. Wäre der Fail noch schlimmer gewesen, als es vielleicht eh schon ist. Okay, abgesehen. Ja, für den ersten Platz hat es auf jeden Fall definitiv noch gereicht. So, hier sehen wir schon mal die Ribbon Road, die es bei Mario Kart auch gibt, wo ich mich dabei gleich gewundert habe. Das Zimmer kennst du doch irgendwoher. Da habe ich mir dabei gedacht, ja, jetzt die Frage an euch. Wer Toy Story kennt oder so, das Zimmer sieht wirklich fast genauso aus wie das von Andy irgendwie. Also nur die es wirklich kennen. Also mir kam das irgendwie direkt bekannt vor. Aber das sieht wirklich übelst geil aus. Also da finde ich, ja, gute Arbeit geleistet, Nintendo. Na, also mit dem grünen Panzer hier. Lieber nicht Donkey Kong abballern. Lieber nochmal auf Nummer sicher gehen. Ja, genau, vielleicht wollte ich nochmal ein Item haben, aber egal. Jetzt habe ich ja eins, reicht ja auch. Dritter Platz, zweite Runde hat angefangen. Naja, so gefolgt von Bowser hinter mir. Treffen wir ihn? Nee, wir treffen ihn leider nicht. Jörg! Hä? Wer hat mich jetzt getroffen? Das kam ja einfach so plötzlich. Was war denn das? War das ein grüner Panzer oder so? Weil das war so schnell, ich habe das gar nicht gesehen. Mann, jetzt sind wir auch noch vierter Platz, ey. Wir dürfen uns keinen Fail erlauben. Was soll das jetzt, Mann? Junge! Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht auf Risiko gehen und jetzt hier die grünen Panzer jetzt hier einfach mal losschießen lassen. In Hoffnung, dass man. Okay, vielleicht den einen. Voll das Aim. Genau. Geil. Nein. Nee, naja, das war dumm. Nein, ich lasse mich. Ich habe mich selbst mit meinem grünen Panzer getroffen. Ist klar. Ah, scheiße. Aber wir haben gerade drei Red Shields. Das ist sehr gut. Einmal Bowser. Und jetzt brauche ich was zum Blocken.
Ja, und springen über die Itemkästen drüber. Ja, wie geil! Dritter Platz, ey, das ist gerade, naja, noch ausreichend, aber naja, das könnte schon hinlaufen, dass wir vielleicht den Goldpokal bekommen. Treffer, nee, ist zu spät, hätte ich schneller werden können, wenn überhaupt. Aber naja, wenn ich mich ein bisschen mehr anstrenge, also zumindest sieht es ein bisschen zumindest aus, vielleicht schaffen wir ja noch insgesamt noch den ersten Platz, weil bis jetzt immer Zweiter. Und ja, hoffentlich schaffen wir das noch. Jetzt sind wir hier beim Yoshi Desert. Ist das jetzt die letzte Strecke? Ich habe gerade nicht mitgezählt. Wird schon. Wenn nicht, haben wir dann halt noch eine Strecke vor uns. Und falls wirklich die letzte Strecke ist, dann heißt es anstrengen, konzentriert bleiben und kein Fail leisten. Nee, erlauben, leisten. Okay, vielleicht, wenn wir uns dann gut anstrengen. Aber schauen wir erstmal. Ja, okay, das war dumm. Ich wollte ein Item auch gerade bekommen. Ja, das ist ein bisschen besser wenigstens. Hä? Ich hab doch noch den L-Knopf habe ich doch noch gedrückt gehalten. Ne? Hä? Die Banane habe ich eigentlich überhaupt nicht abgelegt, aber lassen wir es mal, ne? Naja, ist egal. Ist egal. Zum Glück haben wir einen Buhu, mal gucken. Okay, wir bekommen von dem Gegner einen grünen Panzer. Den können wir wenigstens zum Blocken wenigstens benutzen. Wenigstens etwas. Gleich sind wir auch mit der zweiten Runde fertig. Zwar eigentlich wieder immer noch gedrückt gehalten, aber naja, egal. Ey, was soll das? Was soll die Scheiße? Ich hab doch die ganze Zeit gedrückt gehalten. Will ich doch verarschen. Nee, jetzt nicht. Roter Panzer. Des Bösen. Da sind wir jetzt auch gleich mit der dritten Runde fertig. Bis jetzt immer noch erster Platz, aber vielleicht kommt ja noch irgendwas Schlimmes, weil das wäre jetzt mies, wenn jetzt irgendwas kommen täte. Aber ich würde sagen, nee, das war's. Okay. Erster Platz. Ich habe eigentlich voll. Ist jetzt auch kein Scheiß. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass irgend so noch ein dummer Fail noch nebenbei noch kommt, dass wirklich noch Zweiter oder Dritter werde. Aber, oh, Leute, wir haben es gerade noch so zum ersten Platz geschafft. Gerade noch so. So war wirklich ganz knapp. Und es kommt doch noch mal eine Strecke, und zwar Bowser Castle 3. Also, die Strecke, die kommt bei Mario Kart Wii vor, weil es wurde ja hier geremaked, hier auf jeden Fall. Hier kam die Strecke zum ersten Mal vor. Ja, das habt ihr gerade nicht gesehen. Okay. Wie gesagt, also die Strecke hier kam hier zum ersten Mal vor und auf Mario Kart Wii wurde sie geremaked. Hier Donkey Kong treffen hier. Damit ich wenigstens erster Platz bleibe. Okay, das war knapp. So weit, so gut. Soll der Kamek irgendwie, der da rumfliegt, irgendwie nur Deko sein oder soll da irgendwas machen? Und ich habe eigentlich wieder nur den L-Knopf eigentlich nur gedrückt gehalten, Mann. Ich wollte ihn nicht irgendwo ablegen. Junge! Gut, heute funkt irgendwie alles überhaupt nicht so richtig, wie es eigentlich sein soll. Mein Gott. Na komm! Ich wollte eigentlich das Item, genau deswegen. Okay, bis jetzt sind wir erster Platz, aber vielleicht kann sich dann noch umändern. Mal schauen. Legt nochmal die Banane ab. Behalten dafür aber jetzt einen grünen Panzer.
dritte Runde. Laut Karte ein kleines bisschen. Na? Ja, genau. Nein! Junge! Immer in der letzten Runde. Immer in der letzten fucking Runde. Ja, nochmal. Kann ich mir auch wunderbar leisten. Mein Gott, ey. Wunderbar. Aber wie ich auch gerade sehe, sind auch diese weißen Punkte auch nicht da, weil das mache ich eigentlich mit Absicht auf der Aufnahme, damit die wenigstens nichts sehen können, wie ich das gerade steuere. Aber bis jetzt ist es irgendwie nicht zu sehen. Aber das mache ich halt beim nächsten Part, damit ihr es wieder sehen könnt. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen, ey. Scheiße. Aber na egal, hoffentlich ist es dann nicht so schlimm für euch. Das werde ich dann im nächsten Part der Baut dann auf jeden Fall wieder reinstellen. Und wir haben wenigstens noch geschaut, auch den ersten Platz zu meistern. Ja, mit 30 Punkten sind wir hoffentlich noch gut dabei. Goldpokal ist auf jeden Fall sicher. Mal schauen, was wir diesmal für eine Bewertung bekommen. Wie gesagt, erstes Mal auf jeden Fall, wie hier zu sehen ist. Gefolgt mit Donkey Kong und Bowser. So, mal schauen, was es diesmal ist für eine Bewertung. Naja, ist zwar kein Stern, aber ein Ahnung reicht völlig aus, würde ich sagen, oder? Oder was sagt ihr, Leute? Also ich finde es eigentlich ganz okay. 96 Münzen insgesamt. No. Mein dritter, aber sonst sogar erster. Aber sonst war es eigentlich ganz okay für heute, würde ich sagen. Damit endet der Part für heute. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann zeigt das mit einem Daumen hoch und abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und nur für eine kurze Anmerkung, bald kommt ein Let's Test zu Minecraft. Seid gespannt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit. Bis zum nächsten Mal, euer Ali Saphir. Ciao, Leute. Macht's gut.